Männer auch noch mal ins Bett gebracht und Wauzi auch. Dann reden wir doch noch mal mit Das sind Radagast. schreckliche Neuigkeiten. Ja, ne? Die bloße Anzahl an Unholden in Haragmar weist darauf hin, dass es dort auch Aridmanen gibt. Abscheuliche Geisterbeschwörer im Dienst des dunklen Herrschers. Vergangene Zeiten lebten sie im Hexenreich von Angmar. Doch der Weiße Rat glaubte, sie für immer besiegt. Sie für immer be Weiße glaubte, sie für immer besiegt. Okay, das war zweifellos ein Irrtum. Nur die stärksten Aridmanen, die Aridfürsten, verfügen über die Macht, die Geister des Schattenreichs zu beschwören. Die Kriegssänger tragen das Siegel ihres Aridfürsten. Durchsucht die Ruinen im Osten von Haragmar, vernichtet diese Kreaturen und bringt mir ihr Siegel. Wir müssen erfahren, welche Aridfürsten dieser Kreatur dienen. Wir kriegen einen Rotstein. Okay, das andere ist aber besser. Elegante Rolle. Okay, so. Silberarmband. War das richtig jetzt, oder? Ja. Und das hier? Ich muss die Tage unbedingt mal wieder ein bisschen was selber herstellen. Aber das will ich heute nicht im Stream machen. Mal vielleicht. Ja, vielleicht Sonntag. Gucken. Sonntag, falls ich, bevor ich streamen sollte, am Sonntag. Okay. Irgendwo da. Okay, dann schauen wir mal. Fertig. Da komme ich so tatsächlich nicht hoch. Ich jetzt einmal über Umwege machen. Hochwertiges Eisen. Sehr gut. Junge, das Problem ist allerdings, da wo ich jetzt hingehe, da bin ich beim letzten Mal gestorben. Vor allem, wie komme ich da hin? Muss erstmal aufschauen, später nochmal rein. Okay, mach das. Bis eventuell später. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bisher. So. Agamau. Ah, hier. Das ist völlig inakzeptabel. Ja, ne? Warum sind die Rüstungen immer so grün gehalten? Du hast aber noch düster Wasser. Wie komme ich nach da hinten? Die ganz, ganz große Frage, die ich mir stelle: Wie komme ich nach da hinten? Nee, derzeit nicht möglich.
muss hier noch einen Weg durchgeben. Irgendwie. Oder vielleicht wirklich dadurch. Regel, ja, das will ich jetzt mal nicht. Hübscher Thron. Okay. Immer euch beide. Ich habe so Schnupfen. Schnupfen ätzend. Nein. Hoffen, dass ich diesmal nicht sterbe. Am Sonntag bin ich ja hier elendig verreckt. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Geist jetzt unter der Erde? Stark's in der Unhold. Ich möchte auch nicht wissen, ob das jetzt hier Blut ist, durch das ich warte. Oder einfach nur. Gut, verfärbtes Wasser. Zwingt Wüsterwasser. Ja, die sind hier ja nicht. Gewässer. Ach, die sind da oben, okay. Wie auch immer ich da hinkomme. Der ist doch auch schon wieder Bergkette zwischen. Ich werde 100 Pro drauf gehen. Ich weiß zumindest, warum einige meinten, dass dieses Gebiet echt scheiße ist. Beziehungsweise recht unübersichtlich. Und da vorne ist das Gebiet, wo ich beinahe drauf gehe. Mal gucken. Okay. Das kann ich nicht machen. Vielleicht war ich beim letzten Mal einfach nur zu schwach für. Könnte nämlich auch sein. So. Elite. Ja, ich will eigentlich einfach nur da einmal rüber. Das will ich gar nicht. Ah.
Wir werden alle sterben. Dich auch schon mal. Hier ist sowieso auch mal über Zeit leben. Du bist schon was Geschichte. Ach du Scheiße. So, der ging ziemlich mal ein bisschen schneller. Ich hab so das Gefühl, dass ich hier gerade eine Gruppenquest mache. Ja, genau. Komm hier alleine her. Genau. Raus vom Weg zurück. Ja, ich sterbe zumindest nicht mehr direkt. Im letzten Mal haben mir 3 Schläge gereicht. Nicht? Hi. Wie mich einfach nur so langkange, ey. So, wäre man jetzt kein Heiler, würde man
tief, tief in der Scheiße stecken. Muss ich irgendwie da wieder rüber? Ach du Scheiße. Das sind drei. Nein, vergiss es. Vergiss es. Ey. Versammlungshorn. Oh, ich hab's durchgeschafft. Hallo. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Gefährtengruppe. Ich bin am Arsch. Okay. Also ich habe noch was ich mit euch machen kann. Wobei, ich werde es einmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ach du Scheiße. Ich werde draufgehen. Was benötigt ihr? In der Regel kann man die nämlich nicht allein töten. Ach du Scheiße. Ist auch wieder so ein Dungeon-Ding hier. Ach du Scheiße. Pass auf, ruf ich ein, kommen sie alle. Ja, wie sie vorher gesagt. Hi. Okay. Wo ist die Gruppe? Ja. Ihr wollt mich verarschen. Okay, wir ziehen uns einmal zurück. Weg ist es. Da gehe ich nicht rein. Vielleicht, wenn ich ein höheres Level habe, dann gehe ich da alleine rein. Ich würde sagen, sobald wir die Nordhöhen erledigt haben, also ab Stufe 40, gehe ich allein rein. Vergiss es. Den Quatsch mache ich nicht. Ah. Und jetzt steht er erstmal ganz fertig. Jo. Natürlich. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Zu dem grünen Punkt. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich da hinkomme. So, und das Schlimmste ist, von dem Viech hier gibt es scheinbar nur einen in dieser ganzen Gegend. 106. 5. 5 Dinger brauche ich noch. Vier. Muss es doch noch mehr von den Dingern geben, oder? Weißt du, hier wird ein ganzes großes Gebiet angemarkert, wo die Dinger sein sollen, und es gibt nur einen einzigen. Warte mal, ich schreibe ihn ja mal ganz kurz. Ey, Dariel heißt der Char. Aber wenn du wissen willst, wie es geschrieben ist, warte mal. Nicht, dass ich ihn jetzt falsch schreibe hier. Jo. Damit du ihn auch nochmal geschrieben siehst.
Starke Unhold, starke Unhold. Hier ist der Text. Das gibt es doch nicht. Das ist in diesem ganzen Gebiet. Nur diesen einen einzigen gibt. Einen. Ich werde nicht mehr ein. Ich stelle mich da doch jetzt nicht hin und warte eine halbe Stunde, bis der da hier mal gespawnt ist. Dann hätten sie auch ruhig öfter reinsetzen dürfen. Bringen wir unschuldig Unheil um, ne? Läuft. Da ist noch einer. Oh, es gibt zwei in diesem Gebiet. Also wenn ich dich in die Gilde einladen soll, sag Bescheid. Ich gehe mal davon aus, dass du da jetzt aus dem Gebiet raus sein solltest. Eigentlich. Bitwill. Wenn, dann kann ich dir nämlich gleich eine Einladung schicken. Wenn du das möchtest. Bist du jetzt schon aus dem Gebiet raus? Weil dann würde ich dir eine Einladung schicken, wenn du möchtest. Für die Gilde. Du stärkst eine Unholde. Du hast mir jetzt hier nicht meinen... I had my life. I had my life. Hi. Ich hasse es, wenn zwei Leute hier rumsuchen. Na gut, ich könnte zumindest einfach nach dem anderen Gebiet suchen, ne? Hi. Beams. Dreimal müssen wir noch. Okay. Da ist einer. Oh! Ein Traum wird wahr. Hi. Das ist nämlich auch die Knochen, die gerade gebrochen sind, der Kauf. Von 10. Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Aber hier ist keiner. Naja, 2 sind ja immerhin schon besser als 3. Ich brauche mich mal ein bisschen. So, dann werde ich jetzt einfach gleich mal schnell durchreiten. Und hoffen. Das finde ich noch nicht. Dreimal. Elchen. Ich meine, irgendwie muss man da ja hinkommen.
10 sieht schon mal ganz gut aus. Nein, hier hinten sitzen die. In rauen Mengen. Ihr wollt mich verkohlen, ey. Und... Ich hätte mal Angst. Ja, bloß. Manchmal hassen mich Spiele. Oh, warum ist Bambi mal für mich jetzt? Ich will gerade nicht. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie ich da rüberkommen soll. Ich habe auch blöd gemacht. Und die ganzen ewigen Mobs. Eine Seite Gruppe, andere Seite keine Gruppe. So. Irgendwo hier. Klagender Unhold und erbitterter Unhold. Aber ihr seid beide nicht Rekur. Rekur? Wie auch immer. Aber auch keine Elite-Mobs mehr, Gott sei Dank. Okay, ja, ich komme so nicht hoch. Aber ein Versuch wert. Weil wir sind hier richtig, das ist schon mal gut. Jetzt kann es sich nur noch um ein paar Sekunden handeln. Und Unholde töten ist nicht schlecht, dann kriegen wir lieber Zwingerpatrol. Dritter Unhold. Löchen. Dann, wenn NPCs anvisiert sind. Ah. Ja, manchmal spinnt es aber wirklich. Hatte ich aber jetzt tatsächlich lange nicht mehr. Weil in der Regel, selbst wenn ich zum Beispiel NPCs anvisiere, in der Regel sollte es tatsächlich nicht sein. In der Regel sollte man sich dann trotzdem noch ordentlich bewegen können. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwann mal einige Bugs davon schützen können. Also wenn ich einen anvisiert habe, laufe ich ganz normal. Also das ist wie gesagt ein... Eigentlich ist das ein Fehler tatsächlich. Mit der Cam. Der aber auch nicht immer ist. Weil manchmal dreht sich das dann ja wieder so zurück. Bei mir ist aber gerade alles... Wenn ich mich wieder bewegen könnte, danke. Gerade alles normal.
Ein Level gleich. Ich glaube, dann kriegen wir sogar wieder einen Fähigkeitenpunkt. Oh, daraus wollt ihr dann anfangen. Familie kann manchmal anstrengend sein. Ja, du kannst dir auch gern in den Chat schreiben. Ich werde dir dann dementsprechend so antworten. Mit Schreiben ist etwas schwierig gerade. Hallo! Warte mal, einmal wieder meine Zeichen draufballern. Beziehungsweise Ruhm sind's ja. Ah, Inventar ist wieder voll. Sehr schön. Einmal kurz hier verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das nicht verkaufen, das kann ich aber verkaufen. Das kann ich auch alles verkaufen. Okay. Reparieren bitte auch einmal. Wo ist die Hose? Hier ist die Hose. So. Wie sehe ich jetzt? Ach, du Scheiße. Gut. Dann galoppieren wir mal zurück. Autsch. Leider hier 30 Kilometer drumherum laufen. Man kann ab Level 20 reiten, sobald du bei im Bre beim Hengstackerhof gewesen bist. Ich weiß nur bis heute nicht, dadurch, dass ich VIP bin, weiß ich die Regeln für Nicht-VIP leider nicht. Du kannst es dir entweder, wenn du 10, ich glaube, warte, wenn du 10 Punkte hast, muss aber ganz kurz in den Ingame-Shot gehen. Wie viele Lotto-Punkte kostet? Ne, wenn du 50. Wenn du... wie Trimmelzen. Ja, wenn du insgesamt 100 Ingame, also Shop-Punkte erspielt hast, kannst du es dir für 100 Mitri-Münzen, für 100 Ingame-Punkte, Shop-Münzen kaufen, um dann halt im beim Mitri-Händler dir die Fähigkeit reiten zu holen. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann kannst du es dir halt entweder im Shop kaufen, das ist die schnellste Möglichkeit, da kannst du das sofort machen, oder wie gesagt, ab Level 20 Hengstackerhof. Da weiß ich aber, wie gesagt, nicht, ob das nur VIP ist. Was war nämlich früher so, dass du es nur als VIP durftest, allgemein reiten. Oder halt, wenn du es gekauft hast.
VIP ist oder kann einmal oder jeden Monat sein, kann, glaube ich, alle 3 Monate sein, alle 6 Monate oder Jahresabo, glaube ich. Und kostet, meine ich, entweder 11,99 oder 12,99. Ich glaube aber 11,99. Muss ich mal gucken. Wie viel zahle ich? 12,90. Okay, 12,90 kostet's. Huch, nee, mit dir wollte ich nicht reden. Mit dir da unten wollte ich reden. Weil denn da oben? Was ist nur aus dieser Welt geworden? Oh, ich darf nur den Hut haben. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Ach du Scheiße. Gott sei Dank habe ich ein Dings drauf. Ein Zierwerk. Juhu, und Stufe 31. Das hier mache ich erstmal noch nicht. Ihr habt da soweit keine Aufträge für mich. Punkt. Ach ja, dann habe ich hier einmal. Tada! Und muss ich dann... Nee. Wo ist mein Dingesguide? Guide. Okay, den hier kann ich erstmal auslassen. Ich will erstmal diese Stufen machen. Sofern es als nächstes geht, natürlich. Dann bald mal hier weitermachen. Kann ich nämlich auch noch ein paar Pünktchen holen. Fähigkeiten. So. Sind wir da fertig bis auf die Gruppensachen. Wie gesagt, das Ding mit den Gruppen, das können wir machen, wenn wir mit den Nordtönen fertig sind. Sobald wir Stufe 40 sind. Würde ich sagen. Weil jetzt sind wir noch zu schwach dafür. Oder wir gehen da halt wirklich mal zusammen alle rein. Wieder? Nee. Wieder? Nee. Richtig? Nee. Wo krieg ich denn diese Siege her? Hatte eine Quest bekommen, wo ich im Shop was kaufen musste für 10 Coins. Da habe ich einen Horn bekommen. Okay. Na gut, in dem Gebiet, wo du spielst, habe ich tatsächlich bisher nur ein einziges Mal angefangen. Da kenne ich mich tatsächlich auch mal mit den Quests nicht aus. Für gewöhnlich starte ich immer hier oben. Hier oben kenne ich die Quests tatsächlich wie meine Westentasche. Um Archen drum tatsächlich so gar nicht. Brauche ich die da? Ja, genau die da brauche ich. Es gibt zumindest Elite-Gegner. Also ich kenne das Spiel jetzt tatsächlich noch nicht so gut. Bis hierhin, wo ich jetzt bin, kann ich dir so gut es geht irgendwie helfen. Es gibt, wie gesagt, einmal diese normalen Gegner, diese hier. Dann gibt es einmal
Signaturbosse, also Signaturgegner und halt Elite. Und ich glaube, es gibt bestimmt irgendwo noch andere Arten von Gegnern und Bossen. Es gibt ja später dann halt auch die Raids und alles. Und dann halt wie das große Hügelgrab zum Beispiel, das ist ein großer Dungeon. Da sind halt sehr, sehr starke Gegner drin. Da darfst du halt wirklich nur mit der Gruppe rein. Ja, und dann halt Instanzen. Instanzen kannst du dann halt auch auf Gegner treffen. Ob das jetzt wie bei FF14 mit den Prima-Ehen oder so ist, das weiß ich jetzt nicht. Warte mal. Yep, das ist ein Elite. Beziehungsweise Signatur. Gegner. Es muss man immer gucken, was, wenn du zum Beispiel, warte mal, einmal hier mit dem Mauszeiger einmal drüber gehst, dann steht da zum Beispiel, dass das hier ein Signaturgegner ist. Es ist immer schwer zu sehen, welches ist, weil Elite haben nämlich den gleichen. Elite sind zum Beispiel die Gegner, die hier oben in dem Gebiet sind, wo ich eben gestorben bin. Das waren Elite. Das hier sind Signaturgegner, wie auch deins wahrscheinlich, was du mir da gerade geschickt hast. Das sind etwas stärkere Gegner. Etwas. Aber nicht so stark. Die Elite sind... Ja, die Elite sind knackig. Also, Elite macht man entweder, wenn du überlevelt bist, oder wenn du eine Gruppe hast. Und nicht so, wie ich vorhin einfach reinrenne. Das ist der falsche Weg. Das ist der völlig falsche Weg. Ich glaube, die bringen einfach nur eventuell etwas bessere Items. Aber ich glaube, so an sich bringen die gar nichts. Etwas mehr EP und Ruf vielleicht noch. Ich kann jetzt gleich mal drauf achten. Hab jetzt hier wieder welche. In aller Regel. Kann sein, dass man von den Viechern zum Beispiel häufiger Truhen kriegt. Aber bei dem hier war jetzt nichts. Muss ich mal kurz drauf achten. Kurz gucken. Okay, sie geben noch nicht mal Ruf, etwas mehr EP. Etwas mehr EP und... Ja. Bisschen Items. Also jetzt auch nicht so viel. So, und wo kriege ich jetzt diese Kack-Ariman-Siege? Arithmanen-Siege her? Ich töte die Viecher, die hier unentwegt und die kriegst du einfach nicht. Was habt ihr gegen mich? Kein Problem. Dafür bin ich ja da. Soweit ich helfen kann, natürlich. Wenn du mich irgendwann überholen solltest mit dem Level, dann kann ich dir leider nicht mehr helfen. Solange ich noch ein paar Level Vorsprung habe, geht das noch. Weil wie gesagt, hier kenne ich mich halt selber noch nicht so aus. Das erste Mal, dass ich das jetzt auch wieder aktiv spiele. Was aber auch daran liegt, dass ich eine Klasse gefunden habe, mit der ich super klarkomme. Hätte ich die jetzt nicht gefunden, beziehungsweise mir geholt, ich glaube, dann hätte ich nicht so lange durchgehalten. Weil bevor ich angefangen habe, das hier zu streamen, war es halt eher so, dass ich nicht wusste, welche Klasse. Dann habe ich halt mal mir von fast jeder einen Char erstellt. War aber noch auf einem anderen Server. Da habe ich geguckt, okay, was sind so die Sachen, die es da so gibt. Hab mir Guides so rausgesucht. Und ja.
Ich müsste da jetzt runter. Ich komme hier aber sowieso nicht hoch, ne? Na gut. Hi. Oh, scheiße, jetzt habe ich den auch geholt. Ja, geil. Geht irgendwie Basics. Ja. Wie gesagt, mit dem Waffenmeister habe ich schon mal gespielt. Mit dem Jäger, da wusste ich aber nicht, wie ich skillen soll. Ja. Aber alles andere ist eigentlich recht schnell zu lernen, wenn man es lernen möchte. Hallo Tatsi! Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Gott, ich werde hier gleich sterben. Das sehe ich jetzt schon wieder. Wach auf. Lücke. Und du auch einmal. Jetzt habe ich 1 von 5. Ja, muss, ne? Muss. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ich weiß, der Spruch wird langsam alt. Der spielt den Schläger. So. Ja, wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Da, ne? Nee.